schreiende Neuigkeiten. Kapitel 3. 7.11.2015. 25. Schwangerschaftswoche. Ah, heiß! Schreie ich, als ich die Currywurst zum Aufwärmen aus der Mikrowelle hole. Alles okay? Ruft Erik von der Couch aus. Geht schon, lache ich. Ich hole noch eine Gabel aus der Besteckschublade und schließe diese wieder mit einem Beckenstoß. Daraufhin gehe ich zurück ins Wohnzimmer. Erik sitzt noch genau wie vorhin auf dem Sofa. Er liegt in der Ecke unseres Rundsofas, wo ich vorhin noch mit dem Rücken an seinen Bauch gelehnt saß. Genauso setze ich mich wieder hin und schnabuliere meine Currywurst. Erik nimmt mich wieder in den Arm, während er Bud Spencer guckt, und ich stelle meinen Teller auf meinen mittlerweile großen Bauch ab. Erik schüttelt nur den Kopf, denn ich habe im Moment so einen Heißhunger auf Currywurst, das ist nicht mehr normal. Als ich fertig bin, stelle ich den Teller auf den Couchtisch ab und kuschle mich wieder an ihn heran. Dieser umfasst mit beiden Händen meinen Bauch und streichelt diesen. Ich drehe mich lächelnd um und schaue in seine schönen blauen Augen, doch er muss laut lachen. Ich schaue ihn fragend an. Du hast da was, sagt er und küsst es mir weg. Ich lächle und schließe die Augen. Genau in dem Moment tritt die Kleine, während Erik immer noch die Hände auf meinem Bauch hat. Ich öffne meine Augen wieder, um seine Reaktion zu sehen. Ihm klappt die Kinnlade herunter und drückt mich noch näher an sich heran. Dann gibt er mir einen Kuss auf meinen Kopf und schmiegt seinen Kopf an meinen, während er selig lächelt. Ich atme glücklich lächelnd auf und schließe meine Augen. Seitdem ich schwanger bin, bin ich immer sehr müde und so schlafe ich glücklich und zufrieden in seinen Armen ein. 24.12.2015, die 32. Schwangerschaftswoche. Ach, das ist doch alles scheiße, nörgle ich vor meinem Kleiderschrank herum. Erik kommt hastig herbeigerannt und lugt völlig außer Atem den Türrahmen hervor. Was ist denn? Ich lasse mich auf unser Bett fallen. Ich sehe in allem aus wie ein Walross, aber heute fahren wir zu deinen Eltern. Es ist Weihnachten und dann muss ich schick aussehen. Fange an zu weinen. Er schaut mich vollkommen entgeistert an, doch dann geht er auf mich zu und nimmt mich in den Arm. Du bist so schön, wie du bist. Du bist nun mal schwanger und darüber solltest du glücklich sein. Ich meine, ich kann nicht das Gefühl erleben. Und ob du es glaubst oder nicht, meine Mutter war schwanger und hatte diese Phase und die Frau von meinem Bruder auch. Außerdem finde ich das, was du da anhast, ganz schön an dir. Lächelt er mich mit lieben Augen an und wischt mir die Tränen weg. Mit zerbrechlicher Stimme bedanke ich mich. Die Phase hat jede Frau mal, sagt er besserwisserisch mit erhobenem Finger. Das habe ich in zahlreichen Büchern gelesen. Spinner, lache ich unter Tränen. Nun hör auf zu weinen, sonst siehst du aus wie ein Panda und ich habe ein Batik-Shirt an, befiehlt er mir, nimmt meinen Kopf in beide Hände und gibt mir einen sanften Kuss. Das sind die Hormone, ich kann einfach nicht aufhören, das kommt einfach, lache ich und wische mir die Tränen weg. Na, dann mach dich mal fertig. Ich mach noch kurz was im Büro und dann können wir los, zwinkert er und verlässt den Raum. Ich zwänge mich in eine schwarze Perlenstrumpfhose und zupfe mein schwarz-weiß meniertes Kleid nochmal zurecht. Dann noch eine Kette, die Erik mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hat, an dem ein kleiner silberner Lurch hängt. Gucken, wie ich im Gesicht so aussehe. Ja, ist okay. Und dann bin ich auch schon fertig. Bist du fertig? Rufe ich, während ich mich im Türrahmen quäle, die Schuhe anzuziehen. Mit einem Schwangerschaftsbauch von 8 Monaten ist das schon ganz schön schwierig. Während ich versuche, die Schuhe zu binden, stellt Erik sie vor mich. Er lehnt sich an die Wand, legt den Kopf schief und steckt die Hände in die Hosentasche. Er atmet leicht auf und fragt mit hoher Stimme. Kann man dir irgendwie helfen? Ich schaue hilflos lächelnd in seine Augen. Seine Haare fallen leicht über die Brille und er kann ein Lachen kaum unterdrücken. Ja, kann man mir. Manchmal glaube ich zumindest. Jetzt auf jeden Fall. Ich richte mich auf und merke, wie mir die Röte ins Gesicht gestiegen ist. Na komm, sagt er und geht auf die Knie, um mir die Schuhe zu binden. Ich tätschle ihm nur den Kopf und bedanke mich lachend. Als er fertig ist, schaut er nach oben, umfasst meinen Bauch, drückt einen Kuss darauf und sagt, so, und jetzt gibt's eine leckere Schnabulation für dich von deinem Onkel. Das wird sicher lecker, stöhne ich und Erik muss lachen. Da freut sich auch die Mama. Er steht auf, nimmt meine Jacke von der Garderobe und hält sie mir hin, wie ein Gentleman, damit ich sie anziehen kann. Ich nehme die Geschenke, während Erik ebenfalls eine Jacke anzieht und dann gehen wir der Wohnung hinaus.